Hallo, lieber Ögei, 50 Jahre ist ja schon ein ganz langer Zeitraum. Was kann man lernen in die Zeiten dieser Covid-Pandemie? Ich denke, das ist das, für das die Ögei immer stand, nämlich für Zusammenarbeit und Interdisziplinarität. Auf der einen Seite zwischen Klinik und Labor und auf der anderen Seite zwischen verschiedenen Fachdisziplinen, sowohl immunologischer als auch allergologischer Bereich. Und dafür steht für mich die ÖGAI, für diese Zusammenarbeit, und dafür wünsche ich ihr für die nächsten 50 Jahre alles Gute und insbesondere der Incoming-Präsidentin, der Frau Professor Jensen Jarolim, auch viel Erfolg. Auf in die nächsten 50 Jahre. Alles Gute von Stefan Wörl.